Hallo, ich wurde gefragt, ob ich nicht noch ein Video zeigen könnte, wie das mit dem Arduino und dem Fastly so wirklich funktioniert. Dem möchte ich natürlich nachkommen. Ich habe hier schon mal die Seiten offen, die ich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Einmal für den Arduino. Da kann man sich die Arduino IDE runterladen. In meinem Fall müsste ich jetzt, ich habe es aber schon gemacht, den ZIP-File oder den Installer für Windows runterladen. Ihr seht den, da habe ich ihn schon. Und natürlich noch die Seite, wo es das Projekt gibt. Hier geht ihr einfach auf Clone or Download und sagt Download ZIP. Die ZIP-Datei entpackt man dann. Ich habe es jetzt hier einfach auf dem Desktop, damit wir es gleich finden. Das Verzeichnis hier ESP WLAN ist, wie gesagt, ihr könnt es auch beliebig anders nennen, aber das brauchen wir jetzt erstmal. Das müssen wir runterladen. So, jetzt die Arduino IDE installieren. Wir führen aus. Ich akzeptiere, ich möchte die USB-Treiber installieren und InnoFiles möchte ich auch damit machen. Alles install. So. Jetzt installiert er die Geschichte natürlich erstmal auf dem PC. Dauert ein kleines bisschen. So, gleich müsst ihr es haben. Ein bisschen braucht er noch. Ich möchte ja die USB-Treiber natürlich noch installieren. Und jetzt sage ich schließen. Jetzt müsst ihr hier, genau, mein Symbol ist auf dem Desktop. Ich kann ihn anmachen. Sketchbook-Ordner ist nicht vorhanden. Arduino wird den Standardordner umschalten. Jawohl. Okay. Das ist jetzt die Arduino IDE. Und in diese Arduino IDE müssen wir ein paar Sachen noch vorkonfigurieren. Zum einen finden wir auf der Seite vom Fastly natürlich ein paar Links, die wir noch benötigen. Und zwar den Link hier sollten wir uns kopieren. Hier lese ich nicht alles vor, was da steht. Also, dann steht noch da auf Datei, Voreinstellungen und dann müssten wir hier im Prinzip den Link einfügen. So, V. Okay. Dann müssten wir OK drücken und die Bordverwalter müsst ihr gehen, wenn ihr das noch nicht installiert habt. So. Anschließend gibt man hier ein ESP8266. Ah, und ihr seht, bei mir ist es schon installiert. Ihr müsstet halt auch hier drauf gehen. Bei euch wäre es noch nicht installiert. Dann kommt hier das Fenster. Ich möchte eine Version auswählen. Die neueste Version ist jetzt 2.4.1. Die habe ich bei mir schon ausgewählt. Und dann ist hier drüben eigentlich der Button installieren. Dann braucht es ein bisschen und dann ist er da. Anschließend könnt ihr dann hier eben erst, das gibt es vorher noch gar nicht, hier kontrollieren, habe ich die ganzen ESP-Module da. Im Normalfall sind nur die hier oben. Jetzt gibt es hier noch die ganzen ESP-Geschichten. So, ich habe jetzt hier schon ausgewählt WMOS D1 Mini. Das wäre der, den ich zu programmieren gedenke. Den habe ich eben auch im Video drin. Wir nehmen 4 MB normaler Flash und 3 MB für SPIFS. SPIFS erkläre ich nachher noch, was das sein soll. Okay. 115.2 ist auch die richtige Einstellung. Hier beim COM-Port müsst ihr dann den wählen, wo euer ESP angeschlossen ist. Okay. Wir machen jetzt Folgendes. Ich gehe mal in das Verzeichnis rein, wo die Arduino-Geschichte drin ist. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz. Also ist hier Fastly Web Server Master, Fastly Web Server und da ist die Datei drin. Ich mache einen Doppelklick. Macht die Geschichte hier groß. Ein paar Sachen fehlen jetzt allerdings noch. Wir sehen hier zum Beispiel Include Comments, Include Field H. Das Zeug müsste hier oben alles eigentlich drinstehen, tut es aber noch nicht. Deswegen gehen wir jetzt mal in das Verzeichnis. Habe ich es eh schon offen, oder? Also zurück in das Verzeichnis. Und zwar haben wir hier die ganzen Geschichten, die wir noch markieren müssen. Also Palettes. Wenn wir die nicht einfügen jetzt, dann kriegen wir nachher einen Haufen Fehlermeldungen. Das wollen wir nicht. Also einmal hierher verschieben. Okay.
Eine Sache müsste immer noch fehlen. Halt, wir sind hier. Eine Sache müsste noch fehlen, und zwar ist das die WebSockets-Server-Bibliothek. Die finden wir aber auch hier, Arduino-WebSockets. Ich klicke hier drauf, Clone for Download, Download als ZIP-Datei. So, habe ich unten. Und jetzt muss ich noch eine Bibliothek einfügen. Das geht unter Sketch, Bibliothek einbinden, ZIP-Bibliothek hinzufügen. Ich habe es bei Downloads gespeichert und habe hier, jetzt muss ich es erstmal suchen, WebSockets, ich habe es schon zweimal runtergeladen. Wahrscheinlich bringt ihr mir jetzt vielleicht auch noch eine Fehlermeldung, aber die müsst ihr auswählen und öffnen. Gut, jetzt ist die Bibliothek auch eingebunden. Wir haben diese ganzen Dateien hier oben eingefügt. Die WebSockets sind eingebunden. Jetzt müssen wir noch Folgendes machen. Genau, hier müssten wir noch unseren, was war das bei uns? Ich meine, es ist schon der D4, aber laut Arduino, glaube ich, ist es eigentlich D2. Habe ich aber im anderen Video gesagt. Wir müssen hier die Nummer unserer LEDs eintragen. Das heißt, wenn ihr halt einen Meterstreifen habt, müsst ihr einmal abzählen, wie viele LEDs habe ich drauf. Das gebt ihr hier ein. Bei mir waren es für sich damals 100 zum Beispiel. Hier könnt ihr noch eingeben, wie viele Milliampere hat mein Netzteil. Das könnt ihr dann hier noch einstellen. Müsst ihr aber, glaube ich, erstmal gar nicht. Weiter geht's mit unseren Daten zum WLAN. Und so weiter. In dem anderen Video, das war noch eine frühere Version, da war das Ganze etwas einfacher. Ich schätze mal, in der Wi-Fi-H wird hier was drinstehen. SID und Passwort. Also SSID und Passwort. Hier kommt eben dann euer WLAN-Name rein. Und da unten kommt dann euer Passwort rein. Nicht die Gänsefüßchen wegbauen. Passwort. So. Jetzt können wir eines probieren. Wir überprüfen Sie einfach mal, ob ihm alles passt soweit. So, ihm passt was noch nicht. Ah, wir haben das Wichtigste vergessen. Wir haben vergessen, die Fastlead-Bibliothek einzubinden. Wir gehen nochmal zu Sketch, Bibliothek einbinden, verwalten. Das geht relativ einfach. Ich gehe hier einmal oben in die Suchleiste rein, gebe ein. Auf eines müssen wir jetzt natürlich aufpassen. Wir lesen hier unten Fastlead, also müssen wir es genauso schreiben. Fast LED. Ich habe schon öfters ja blöde Sachen erlebt. Ich habe es nicht mit den richtigen Zeichen eingegeben, das heißt Groß-Kleinschreibung nicht beachtet. Dann habe ich eine andere Bibliothek bekommen, als ich eigentlich wollte, obwohl sie genau gleich heißt. Also Fastlead eingegeben, genauso wie es hier unten steht. Die fehlt ihm noch 316. Wir installieren das Ganze. Jetzt kann das ein bisschen dauern. Nein, geht schnell. Alles klar. Ich schließe das Ganze. Jetzt überprüfen wir das Ganze und gucken, ob ihm irgendwas immer noch nicht gefällt. Also, es dauert ein kleines bisschen. Ihr seht es. Muss man ein wenig Geduld haben. Wir könnten nebenbei ein Lied singen oder in der Nase bohren. Das können wir einmal ignorieren, was da unten steht, solange uns keinen wirklichen Fehler bringt. Der grüne Balken, er läuft durch. Es kommt immer noch kein Fehler, das ist sehr schön. Ihr seht aber auch, passt. Kompilieren ist abgeschlossen. Wenn das hier da steht, können wir das Ganze auf den ESP übertragen. Das heißt, wir drücken auf Hochladen. Voraussetzung ist natürlich, ihr habt hier den richtigen COM-Port ausgewählt und euren, ja, euren ESP oder euren WeMos dementsprechend ausgewählt. Damit hochladen. Bei mir bringt das natürlich einen Fehler. Er kompiliert aber auch nochmal vorher. Also nicht durcheinander bringen lassen. Er kompiliert noch einmal, schaut dann, ob alles funktioniert und dann passt das. Jetzt fehlt noch eine Geschichte und zwar das SPIFS. SPIFS ist im Prinzip, sind die Dateien, die er braucht, um diesen Webserver hier hochzuladen. Das heißt, ich bin jetzt immer noch im Falschen, wir müssen noch eins zurück. Den Webserver hier. Der braucht natürlich noch die ganzen Dateien, er braucht noch die Bilder, er braucht die HTMLs. Die müssen wir eben mit SPIFS hochladen. Jetzt brauchen wir hier nochmal
das Arduino ESP Tool. Das gibt es auch hier, wie gesagt, auf der Seite, wo es das Fastlane gibt. Also, wir lesen es einmal durch. Das Tool bekommen wir wo? Unpack the tool into tools. Aha, also hier gibt es das bei GitHub. Download the zip. Also, wir downloaden es. Dann suchen wir das Verzeichnis und da kopieren wir das Ganze hinein. Also. Zack, Programme. Arduino. Tools. Und jetzt Download the Tool. Hammer. Okay. Und dann the Char-Datei. Das heißt, mir deren ADs. Home Directory Tools ESP 866 Tool irgendwas. Also, wo ist es? Wir brauchen nochmal unseren Download-Ordner. Wieso ist denn das eigentlich wieder auf große Symbole? Ich hätte gerne Details. ESP Fastlane 020 FS. Das ist Spiffs. So. Ja, ja. Wir schließen das Ganze nochmal. Das machen wir auch nochmal zu. Jetzt legen wir uns das nebeneinander hin. Also. Wir entpacken jetzt das Ganze genau hier hin. Also, wir nehmen den hier, entpacken und suchen uns dann nochmal unser Verzeichnis. Programme 686, Arduino, Tools. Und hier kommt dieses Upload-Tool hinein. Jetzt hat er normalerweise gleich das Verzeichnis mit erstellt. Wir schauen einmal nochmal nach, ob er alles gemacht hat, wie wir es wollten. Arduino, Tools, ihr seht, den hat er genommen, Tool, und da ist auch die Char-Datei drin. Create a directory named data and any files you want. Choose sketch, show sketch folder. Also, sketch, sketch folder, sketch Ordner anzeigen. Also, hier haben wir jetzt den sketch Ordner. Wir sollen jetzt einen Ordner erstellen, der data heißt. Data. Jawohl. Und da schmeißen wir jetzt im Prinzip alles rein. Da sind wir. Wir schmeißen jetzt alles rein, was er hier, ach, den hat er hier schon erstellt. Dann nehmen wir doch gleich den, kopieren den. Dann schauen wir da wieder rein. Genau. Zack. Einfügen. Ja, wir überschreiben den ganzen Mist hier. Jetzt haben wir alles drin. Wir haben hier nochmal unseren... So, und jetzt müsste eigentlich... nein, muss ich nochmal nachlesen. Ich weiß auch nicht mehr auswendig, ist schon so lange her. Bla bla, okay. Ja. Ja, Sketch Tools. Okay, wir brauchen Select Tools, Data Upload. Select Tools, also Werkzeuge. Automatische Formatierung, Updater... Was noch sein kann, dass wir den Arduino einmal zumachen müssen. Schließen wir nochmal. Dann schauen wir nochmal nach. So, da Werkzeuge. Und dann sollten wir hier... Ah, hier ist er. ESP Sketch Data Upload. Also, wir öffnen nochmal unseren letzten, den Webserver. Genau. Wir nehmen Werkzeuge, Sketch Data Upload. Und jetzt... Ja, versucht er natürlich die ganzen Dateien auf den COM1 zu schreiben und in den WMOS hinein. Dürft sich da auch nicht durcheinander bringen lassen, das dauert eine Ewigkeit. Bei mir natürlich jetzt nicht, ich habe keinen WMOS dort, aber das dauert schon mal, kann schon mal 5 Minuten dauern, also nicht durcheinander bringen lassen. Wenn ihr jetzt den Sketch-Ordner hochgeladen habt und das hier hochgeladen habt, dann seid ihr fertig und dann funktioniert die Geschichte. Also, viel Spaß mit dem Ganzen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es bei euch funktioniert hat. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Pfiat euch.